herzlich willkommen. Wir sind hier in Madrid und in einem recht jungen Park, dem Park Warner Madrid, mit einigen Achterbahnen auf größerer Bauart. Da gehen wir doch gleich mal rein. Die erste Bahn, die wir hier gefahren sind, ist ein Giant Inverted Boomerang von Vekoma, der Stunfall. Es ist nicht unser erster. Meiner schon. Seiner ist es der erste. Was sagen wir zu der Bahn heute? Also zum einen, diese Bahn hat noch die alten Sitze von Vekoma, nicht die überarbeiteten von das Premier Rides oder wer auch immer das gemacht Premier hat. Rides, Premier, bei denen man auch sogar vorwärts und rückwärts sitzen kann, je nachdem in welcher Reihe man sitzt. Hier, die sind immer nur vorwärts für die erste Fahrt, haben sonderbarerweise entgegen den SLCs relativ weiche Polster-Schienen. Das heißt, so furchtbar sind die Watschen gar nicht. Und mir persönlich hat auch der erste Drop und auch die Hinfahrt unheimlich Spaß gemacht und danach kam wieder das, was ich so gar nicht bei dem Modell mag. Ruckeln und rückwärts, das ist einfach nicht meins leider. Ja, dann haben wir den Don noch hier, der fährt ja auch jeden Flatrider auf dem Volksfest. Was sagst du zu der Bahn hier? Also mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich finde eigentlich gerade erst Drops relativ geil, weil man hängt hat und dann plötzlich wird natürlich nach hinten gedrückt, logischerweise aufgrund der Kräfte. Aber es macht richtig Spaß und das kann ich schlecht sagen. Also schon das Beste von Vekoma, gesehen mit meinen Trains, also genau. Ich muss sagen, diese Züge, diese alten Züge, ja, die machen schon einen Unterschied, also gefühlt mir auch besser. Mir ist ja natürlich ein bisschen zu intensiv, also so leichte Kopfschmerzen habe ich jetzt auch von der Fahrt. Aber eigentlich Spaß gemacht hat es in der ersten Hälfte auch. Ja. Deswegen, also von mir bekommt er einen halben Daumen nach oben. Ja. Von mir liegt das sogar fast ein halb schon. Ob das jetzt auf dem Video ist.
Ja, wir kommen gerade von Superman Adversion de Aero, einem B&M Flawless Coaster. Ja, bitte. Wir sind schon ein paar Flawless Coaster gefahren. Wie war denn der jetzt so im Vergleich? Also ich selber mag ja B&M sehr gerne. Flawless finde ich auch nicht so verkehrt. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe hier einen kleinen Hitzestau gehabt. Das heißt, das Ding ging richtig übelst auf den Kreislauf für mich. Also es war ja eigentlich eine permanente Aneinanderreihung von Inversionen. Und das war irgendwie ein bisschen heftig für meinen Geschmack. Also ein bisschen Airtime war schön, aber der Rest. Ja, vielleicht hat der Don die 35 Grad hier besser weggesteckt. Ja, ich habe nicht so Kreislaufprobleme, ne? Aber ich muss sagen, die Bahn ist eigentlich ganz nett. Ich kann Volker mich nur anschließen. Ich mag B&M eigentlich sehr gerne. Das Problem ist halt an sich, es ist nur eine langweilige Anreihung und Inversion, die halt nichts Großartiges machen, finde ich. Das ist ein bisschen Airtime, es macht Spaß, aber an sich ist jetzt eine nette Bahn, aber keine Top-Bahn, würde ich sagen. Ja, da will ich auch gleich noch ein bisschen einquetschen hier. Mir hat der Anfang sehr gut gefallen. Schöner Drop, fetter Looping, dann noch ein Dive-Loop hinterher und ein Airtime-Hügel, was eher selten ist auf dem Flores. Und dann ging halt ab der Cobra-Rolle, würde ich mal sagen, ging es mal wieder ein bisschen abwärts. Da wird ein bisschen rumgeholt, Corkscrews gemacht, noch eine Helix hinterher. Die könnte man den ja immer auch weglassen bei der Bahn. Fang du mal mit dem Daumen an. Also ich gebe der Bahn einen Daumen. Von mir gibt es ja auch noch einen. Ja, von mir auch einen, also einer der besseren Flawless, die ich gefahren bin. Hallo, wir kommen gerade von Coaster Express. Das ist eine Holzachterbahn. Die hat Roller Coaster Corporation of America gebaut. Die hieß früher mal Wild Wild West und Bandit hieß ja auch so. Und das ist kein Zufall, weil diese Firma hat auch Bandit gebaut. Und es ist zwar nicht ganz so rappelig wie Bandit gewesen, aber schon ein bisschen. Was sagst du da dazu? Das fing schon gleich am Anfang in der ersten Kurve an, vor dem Lift, dass man dachte, ups, jetzt haut es ein bisschen. Das war aber ja nur der Anfang. Sobald es den Lift zum First Drop runterging, war nur noch ein. Und ich habe. Darf man das? Ist das YouTube-tauglich? Man stelle sich vor, man nehme ein Fahrrad mit Speichen, dreht das und hält da das männliche rein. So fühlt sich das an. Grusel. Also, ja. Was sagt der Don dazu? Ich habe mega viel Spaß auf der Bahn. Es ist einfach nur, ich weiß nicht, Massagestuhl 3000, ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich meine, sie ist jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Sie ist halt so schlecht, dass sie wieder gut ist. Wir mussten halt die ganze Zeit lachen, weißt du? Es war einfach nur amüsant. Also ich fand es passt. Und ich habe mich jetzt so lange zurückgehalten, also ich finde das nicht mehr amüsant. Wie viel Holz da verbaut wird in einem Layout, das unter aller Kanone ist, das überhaupt keine Features hat. Das wird nicht mal gescheit in Druck gehabt, das war nirgends eine Airtime, er fährt eigentlich immer nur im Kreis rum und wird dann dabei durchgeschüttelt. Werner Stengel hat das Layout gemacht, ich weiß nicht, wer ihn bedroht hat oder vielleicht erpresst wurde. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also von mir bekommt die Bahn insgesamt eine ganze Vergeudung an Geld und Holz. Ein Daumen nach unten. Also von mir ein halber nach unten. Mir tut immer noch alles weh. Mir
Daumen hoch, ich fand es mega lustig, auch wenn es vielleicht nicht so die beste Bahn ist der Welt, aber klasse. Von Batman Mafuga, was so viel heißt wie die Flucht, nicht? Das weiß ich nicht, das ist das falsche Spanisch. Das ist das falsche Spanisch, aber ich glaube, es heißt Batman die Flucht. Ist identisch zu den Six Flags Batmans, wurde auch damals ja von Six Flags hier gebaut. Was sagen wir denn zu der ganzen Bahn, zum Beispiel zu diesem Eingangsbereich? Also das Theming am Anfang finde ich richtig cool, also das habe ich hier in den Parks bisher noch gar nicht so gesehen. Der Eingangsbereich gefällt mir sogar ein bisschen besser als die Batman Rides, die wir bisher kennen. Sie haben sich hier nicht auf diese Generatorengebäude irgendwie festgesetzt, sondern auf eine Villa. Und das ist eigentlich wie als Ort eines Verbrechens aufgesetzt, weil überall sind halt irgendwelche Graffitis von Joker oder wem auch immer, alle, die halt böse waren und die überhaupt alle haben wollten. Das ist schön gemacht. Ja. Aber würde lange dauern, wenn man da wirklich warten müsste. Ja. Die Bahn selbst. Ich mag die Dinger ja, aber heute ist es echt ein bisschen warm hier. Das Permanent Pressing von dieser Bahn, die hat mich nicht geschafft. Aber schön, richtig cool, dauernd das Blut in den Füßen. Und der Don hat die zum ersten Mal gefahren, zumindest die Variante von B&M. Also grandios, muss ich sagen. Also wirklich, boah, das Ding. Man spürt, ich bin fast. Ich hatte einen ordentlichen Playout am Anfang. Also das Ding ist richtig gut. Also top. Und bei mir ist es so, wie ihr es ja aus den anderen Videos hoffentlich schon kennt, mir ist die Bahn ein bisschen zu kompakt gebaut, ein bisschen zu viel Kurven, zu viel Blut in den Beinen. Deswegen schreite ich gleich mal zu meiner Bewertung. Von mir kriegt die noch einen halben nach oben, weil sie auch wirklich schön ist. Aber es ist halt nicht das, was ich gern fahre. Von mir gibt es anderthalb sogar. Für mich sind es auch eineinhalb. Ja, da sind wir auch schon am Ausgang vom Park Warner Madrid, der, wie schon gesagt, 2002, habe ich schon gesagt? Nein. Nein, noch nicht. 2002 von Six Flags vor allem hier eröffnet wurde, die ja damals in Europa Fuß fassen wollten. Aber schon 4 Jahre später wieder verkauft wurde. Wie man sagt, der Chef, der damals von Six Flags eingesetzt wurde, konnte nach 4 Jahren immer noch kein Wort Spanisch. Was noch ein bisschen die möglichen Probleme erklärt, die er dann hier bekommen hat. Alle größeren Bahnen sind auch aus dem Jahr 2002. Was sagen wir denn ansonsten so zu dem Park? Wie ist er denn angelegt? Ist er angelegt? Ja. Schön thematisiert oder nicht? Ja, also wenn man hierher fährt, steht schon auf dem Schildern Park Thematico und man merkt, das ist ein echter Themenpark. Haben sie tatsächlich hinbekommen. Also alles wie im Film, also das, was einem im Moviepark in Deutschland immer versprochen wird und früher auch tatsächlich mal so war, als es noch Warner Brothers Movie World war, das findet man hier tatsächlich. Alles schön durchthematisiert, von vorn bis hinten, sieht gut aus. Was sagt der Don dazu? Was sagt er dazu? Ich gebe euch recht. Es ist ein sehr, sehr schöner Themenpark, also kann man nichts sagen. Kann sich manche Parks wirklich eine Scheibe abschneiden. Ja, und ich würde sagen, von den Attraktionen her, ganz nette Attraktionen. Es gibt ein paar Highlights, würde ich sie mal nennen. Die Achterbahnen sind ganz nett. Jetzt aber keine, die jetzt irgendwie herausragt.
schöne Wasserattraktion, zumindest die eine, die wir gefahren sind. Also, die andere war leider zu. Also ne, ganz nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße, aber in dem Fall nicht. Die Achterbahnen sind schön, da sind auch ein paar teure dabei von D&M. Allerdings würde ich sagen, keine, weswegen ich jetzt nächstes Jahr nochmal herkommen würde. Also da warte ich dann doch drauf, bis es hier nochmal was Neues gibt. Was würdest du sagen? Geht mir genauso. Aber dennoch finde ich, hat er mindestens ein, wenn nicht sogar anderthalb Jahre unterwegs erfahren. Ja, also von mir bekommt er auch allein für das, wie der aufgezogen ist, also tatsächlich noch ein bisschen schöner wie der Movie Park, auch einer. Mir kriegt er einen Daumen. Das mir gefällt eigentlich wirklich sehr gut, aber ich fehle, ob es was auch schon angemerkt worden ist von ein paar Leuten hier im Kreis, dass die Zwischenattraktionen fehlen, als ein bisschen Kraftfüller. Ja, und wir wurden jetzt über Schluss machen, Kameramann. Haben wir vergessen. Der Einzugbetrieb hat auch ein bisschen gestört. Also man hat hier B&Ms und man denkt, naja, die paar Leute, die schafft er in kürzester Zeit weg. Pustekuchen, die Hälfte der Zeit ist die Station leer, weil es wird nur Einzug. Aber wir wollen mit etwas Positivem schließen. Also sagen wir, dass auch hier der Part überhaupt kein Problem damit hatte, unsere Voucher vom Superpass anzunehmen, die noch keine eingelösten Pässe haben, weil wir eben noch nicht überprüft haben. Ja, deswegen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.